euch? Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Was für ein linker Vogel! Ein Seil, ach nö. Was für ein schönes Andenken. Ich werde Gol gegenüber anreden, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen könnten. So als Girlande vielleicht, Igitt. Okay, wo kommt das Seil denn ran? Offensichtlich Rufus steht da immer noch. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Geben wir ihm den Bandwurm? Probieren wir es mal. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ja, natürlich. Scheiße. Wie kriegen wir die faire Auszählung jetzt hin? Hallo? Ah, mit dem können wir gar nicht mehr reden. Das Gesicht. Nicht einmal auf sich selbst kann man sich mehr verlassen. Okay, das heißt, wir sind hier oben wieder in einer Sackgasse gelandet. Da kommen wir schon wieder nicht weiter. Mann, wir hängen aber ganz schön lange hier. In der Gegend herum. Können wir da vielleicht nochmal reingehen und irgendwas mitnehmen? Nee. Hey, ich wollte da aber Krankenschutz mal die Sachen mitnehmen. Kann ich dem vielleicht den Bandwurm umhängen und dann nach unten schubsen? Ich würde ihm ja gern einen Bandwurm in die Hose stecken. Aber vielleicht kann ich den noch gebrauchen. Die Hose? Oder wie? Oh, genau, hier so. So eins hat. Okay. Tja, ansonsten. Ich weiß, wer noch ein Seil brauchen kann. Es ist gerade so spannend. Ach, geht dann nicht. Es ist gerade so spannend? Hä? Ach so, nee. Ach, wir können doch gar nicht Objekte wechseln. Verdammt! Nein! Okay, hier kommen wir ja auch noch nicht weiter, ne? Hier ist zwar dieser... Ich bin mir hundertprozentig sicher, das muss das Gitter sein, was wir unten in der Kanalisation gesehen haben, aber da kommen wir ja momentan sowieso noch nicht hin. Verdammt. Ah ne, hier durch. Ich verwechsel das immer. Ich will immer rechts aus dem Bild gehen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich da oben hinkommen soll, ehrlich gesagt. Fenster. Mit dem Sommertag. Hier muss ich bestimmt irgendwo rauskommen oder so. Drehen kann ich ja auch nicht mehr. Sonst kann ich ja auch nichts mehr machen. Ich kann ja zumindest mal gucken, was Dingens macht hier. Die Olle, wie heißt sie nochmal? Weißt du schon, Toni. Das schaffen wir nie. Ah nee, die war ja da drin. War da? Na, die sieht aber wieder sehr entspannt aus. Und da klebt irgendwas Neues am Monitor. Hallo, ich bin's wieder. Sie ist wieder ganz die Alte. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wieso? Die sieht auch super entspannt aus noch. Hey, Toni. Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus. Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey!
hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Ach, der Rufus. Ich glaube, der braucht ab und zu seinen Einlauf. Oh, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Okay, sie wird uns nicht mehr helfen. Wie wär's denn mit diesem schönen Elysium-Bild? Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Okay, das funktioniert nicht. Hier ist das Rezept. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Schwupps. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Ach ja, das muss Liebe sein. So, wir können uns... Ich freue mich gerade, aber wir können uns letzten Endes jetzt eigentlich nur einen Strick holen und... Ah, ich weiß, was wir mit dem Strick machen können. Lalalala. Das, was mit dem Bandwurm nicht geklappt hat, können wir vielleicht mit dem Strick machen. Zum Strickladen. Und das Rezept einlösen, bitteschön. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ja. Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Na, das ist ja Billo. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Wie traurig, Alter, ganz ehrlich. Naja, weiß ich auch nicht. Immer diese medizinischen Stricke. So, jetzt Baby Boso. Ach, da kommen wir ja so nicht hin. Da müssen wir erstmal wieder zu Dingens. Warte. Zur Redaktion. Mal gucken, ob das klappt. Das hatte ich ja eigentlich mit dem Darm vor, aber so geht's natürlich auch. Barry? Gute Neuigkeit. Echt jetzt? Komm mit, ich zeig's dir. So, da wären wir wieder. Das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Okay, können wir den Strick denn da dranhängen? Geht das? Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Naja gut, dann versuche ich mal hier rumzugehen und das Baby von der anderen Seite zu greifen. Eine Schlingenfalle, vor allen Dingen... Sieht nicht aus wie ein Schnürsenkel, um ehrlich zu sein. Baby Buzzo! Hallo! Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Das geht doch schief. Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Der ist doch schon drin. Was willst du denn? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Seilende. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen?
Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Der arme Barry, tut mir voll leid. Hä? Das ist das Foto? Heldenfoto? Was? Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Und wir haben ein kleines Baby-Boso im Inventar. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Kann ich den vielleicht in die Suppe tunken? Das ist nicht nötig. Baby-Boso hat sich vorsorglich einen ganzen Vorrat an Bratensoße in die Windel gepackt. Wollen wir jedenfalls mal hoffen, dass das Bratensoße ist. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüchst. Okay, wir haben jetzt Baby-Boso dabei. Den können wir auch in die Kanalisation packen zu den anderen Kindern, aber naja. Barry, wie geht's dir? Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du? Na klar. Ich habe das Kind gerettet und du? Du kannst es bezeugen. So dumm, dass ich mich kaum an etwas erinnere. Zum Beispiel, wie Rufus sich heldenhaft gerettet hat. So. Wir haben... Wieso gehe ich jetzt zum Stadtteilkern? Ich wollte eigentlich jetzt nach oben gehen, direkt. Zur Therapiepraxis, denn wir haben jetzt ja alle Bilder, alle drei. Ich hoffe, es waren drei. So, hallo, Herr Therapeut. Ich bräuchte noch eine Therapie. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Kann ich jetzt die eigenen nehmen, vielleicht? Ja, warte mal. Ach, das ist doch nicht machen. Nun, die gute. So, pass auf. Kommen Sie gern wieder. So, pass auf. Wir machen mal folgendes: Abdruck. Können wir dem die geben einfach? Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Hat der hier irgendwo seine Zettelchen? Können wir die hier irgendwo austauschen? Nee, ne? Da müssen wir jetzt doch... Ich bräuchte noch... Schon wieder? Ja, schon wieder. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Wie kann ich ihm mal meine Blätter geben? Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ach so, wir haben jetzt ja quasi die Bilder, die er hat. Und dann haben wir auch die Antworten quasi. Da müssen wir mal ganz kurz zu Boso gehen gleich. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja. Denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Okay. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja widerlich. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Ja, okay. Da müssen wir nochmal ganz kurz... Dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Boso. Kommen Sie gern. Ja! Zu Boso. So, dann zeigen wir mir das letzte Bild und dann können wir die Therapiesitzung bestehen. Dann kriegen wir hoffentlich endlich die Medikamente.
Buzu, 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 Buzu. Buzu, 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 Buzu. Buzu. Heldenfoto. Hey, Buzu. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay, der Teufel. Dann gehen wir mit dem Teufel. Mal eben ganz kurz zum Psychiater. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft. So. Herr ich Doktor. Bräuchte... So. Schon wieder? Ja, schon wieder. Und es ist ganz schlimm. Na gut. So, dann nochmal. Diesmal gewinnt. Also. Ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind... Ja. So. Ich finde... Kommen wir also... Ja, das ist sehr gut. Das nächste Bild. Oh ja, ich habe Komplexe. Was erkennt... Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie... Vielleicht was mehr... Ich meine, ich... Es ist noch ein... So, jetzt aber. Der Teufel! Das ist der Teufel! Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel! Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch... Psychopharmaka. Oder ein Strick. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Ach ja. Oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. So, ach ja, endlich Medizin. Ich freue mich. Was kriegen wir denn da Schönes? Brechmittel? Gyblobrazol 2. Wer mehrmals isst, hat mehr davon. Bulli. Probieren Sie auch Cortisolin C und C, Fifabrocoson, Riazepan, auch als Riazepan DLC erhältlich. Sowie viele weitere Leckerbissen aus der EA-Produktpalette. Aus der EA-Produktpalette? DLC aus der EA-Produktpalette? Ach, schöne kleine Anspielung. EA. Antidepressiva. Ja, die brauche ich auch gerade. Dr. Smileys Glückspastillen machen Mut, schmecken gut. Und dann ist da noch ein Sternchen, das auf eine kleingedruckte Fußnote hinweist. Moment. Ah, hier. Erhöhen die Suizidgefahr, verklumpen dir dein Blut. Ja, dann. So, können wir zumachen? Brauchen wir nicht. Ja, Antidepressiva und Brechmittel. Die Antidepressiva bringen wir mal Boso, oder? Ich meine, für den sind die ja eigentlich. Oh, der arme Goon. Der hatte so eine hübsche Freundin und jetzt das da. Manno. Ich bin sicher, die Liebe wohnt in ihrem Herzen, aber die will ja nur Teigtaschen verkaufen. Der alte Klumpozyt. So, ach, Baby Boso haben wir auch mal. Den können wir eigentlich da unten in die Wiege legen. Aber erstmal, nee. Was wollte ich machen? Antidepressiva. Hier, bitteschön. Hey, Boso. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon. Ein für Mama, Boso. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Dabei war ich mir diesmal so sicher. Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Essen haben wir ja dabei. Könnten wir ja mal probieren. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Ja, das ist eine tolle... Baby Boso frisst die Suppe im Inventar. Alter, wir haben so ein Baby im Inventar. Das sieht doch voll süß aus. Trotzdem, wir haben ein Baby im Inventar, das frisst jetzt unsere Suppe. Ach, das gibt
gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Ich meine, wenn der die Suppe aufgegessen hat, kriegen wir die bestimmt mit Brechmittel wieder raus. Ich meine, warum nicht? Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. So, jetzt haben wir ein Baby Boso, dem schlecht ist. Nicht im Mantel, hörst du? Ja, aber wo denn sonst? Alter, das ist... Ich hab gerade eine fürchterliche Idee und wehe, es funktioniert. Wehe. Nein, 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 nein! Nein! Ja, so in etwa könnte es eventuell in der nächsten Folge weitergehen. Alter, der will doch nicht wirklich Boso mit der Kotze des Babys füttern. Das geht einfach, Alter. Boah, das ist so ekelhaft. Naja, aber wahrscheinlich immer noch besser als der Fußpilz von der Oma aus der Kanalisation. Vielleicht könnte man daraus einen leckeren Bouillon kochen aus den beiden. Alter, das ist einfach so ekelhaft. Ja, ja, also ich, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.